aus. Doch Kühe müssen leider raus, damit auf dieser schönen Ulm die Urlauber ihr Ruhe haben. Doch Rosi ist gut informiert, sie hat die Wege gut studiert. Sie geht auf einen Schleichweg rauf und hüpft auf manchen Wanderer drauf. Und draußen vor dem Weidezaun den Touristen dieser blöde Schaun. Skandal! Skandal! Im Gebiet Skandal! Skandal um Rosi! Also eins muss ich mal schon sagen, lieber Bauer, ja? Hier hätten Sie schon eine Asphaltstraße machen können. Mit meinen Sandalen komme ich da überhaupt nicht weiter. Und sagen Sie mal, kann man ja auch eigentlich Gemseneier sammeln? Ja, freilich, gestern mit der Grutale da oben, das sind die besten Gemseneier. Musst nur bei der einen Kuh vorbeigehen, aber ein bisschen aufpassen, dann wieder so, ja? Die Rose hat ein spitzes Horn, damit kann sie gut losbohren. Ab Höhe 1958 werden Bifke gern zu Fall gebracht. Und durch den Wald am Mörderspur, da kommt auch schon die nächste Kur. Denn Rosis Freundin Annegret, verbunden ihr zur Seite steht. Und draußen vor dem Weidezaun, den Touristen dieser blöden Schaun. Skandal! Im Ulmgebiet, Skandal! Im Ulmgebiet, Skandal! Skandal um Rosi! Erst jetzt schauen wir die Kuh, aber es tut nicht damit auf dem Weg. Geschleifte Weg, hast du sauf in der Blätz, ich will da weitergehen. Zupf dich du Fick, du schaust was von dem. Geh schon, schlechte! Die Rosi ist ein Monsterklon, ein Terrorist, ihr jüngster Sohn. Ab Höhe 1923 macht sie aus jedem Wolf am Brei. Der Zaun ist ihr komplett egal, die Latte bricht mit großem Knall. Da jault der Hund, der Rucksack fliegt, die Rettung auf die Ecke biegt. Und draußen vor dem Weidezaun den Touristen dieser blöden Schaun. Skandal! Im Ulmgebiet, Skandal! Im Ulmgebiet, Skandal! Skandal um Rosi! Skandal! 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 Skandal um Rosi!